Eisner, Sie kennen den Gebarungseinschaubericht des Landes Niederösterreich. Ist das eine überraschende Sache für Sie? Das Ergebnis des Berichtes ist an sich eine wenig überraschende Sache für mich. Ich bin Kontrollausschussobmann. Es deckt sich mit dem Prüfergebnis, das ich erst bei der letzten Gebarungsprüfung gehabt habe, beim Rechnungsabschluss. Die Härte, wie die Formulierungen im Bericht sind, sind natürlich schon um vieles stärker als wie im letzten Jahr. Das heißt auf Deutsch, also Werthofen und vor allem die Bürger von Werthofen müssen schon mit einer Belastungswelle rechnen. Es wird jetzt wichtig sein, einen Diskussionsprozess zu starten, weil es ohne Maßnahmen nicht gehen wird. Wir haben Maßnahmen ja schon eingeleitet in der letzten Periode im Zuge des 10-Punkte-Programmes. Es hat aber nicht ausgereicht. Ausgereicht haben, wie der Herr Finanzstadtrat mitgeteilt hat. Die Schere ist aufgrund von der Wirtschaftskrise wieder auseinandergegangen. Das heißt, man hat gegengesteuert. Wir hätten ein noch schlechteres Ergebnis gehabt. Wir haben im Schuldenabbau sehr wohl unsere Hausaufgaben gemacht, aber in allen anderen Kennziffern sind wir bei Weitem noch entfernt. Vor allem trifft es den ordentlichen Haushalt, den wir jetzt sanieren müssen. Und da geht es natürlich dann um viele Diskussionen in alle Bereiche, weil der ordentliche Haushalt mehr wehtut, weil es kein einmaliger Effekt ist, sondern ein ständig wieder, also ein wiederkehrender und bestehender Effekt. Jetzt sind Sie, sage ich einmal, ein fraktioneller Partner der WVB. Stadtrat Kramer hat jetzt vorgeschlagen, Lösungen auf breite Basis zu stellen, sprich von Vereinen bis zu Unternehmen etc. mit einzubinden. Wie stehen Sie dazu und wie stehen Sie überhaupt als fraktioneller Partner zur Situation? Wie steht man dazu? Es ist ganz klar, dass das alle an einen Strang ziehen müssen. Es wird natürlich am Anfang eine natürliche Diskussion beginnen. Das ist dann immer die Diskussion der Schuldzuweisungen. Dem wird sich auch der Gemeinderat in seiner Fülle stellen müssen. Das ist leider am Anfang von jeder Diskussion. Schlussendlich glaube ich aber alle, dass wir auf einen Tisch zusammen sich finden werden und Maßnahmen besprechen. Die Schwierigkeit ist einfach, wie können wir das politische Hickhack des Ganzen natürlich in den Prozess setzen, so weit von allen Fraktionen hinten anstellen, um den Prozess mit der Bevölkerung zu finden. Und wie können wir die Sicherheit schaffen, dass jetzt diese Maßnahmen, die einmal jetzt festgeschrieben sind im Papier, so wie sie letztes Mal festgeschrieben sind, wo es sicher andere auch noch gibt, aber hier eine Verbindlichkeit, dass alle eigentlich die auch umsetzen, weil ein Papier, so wie es vom Land kommt, ist schneller geschrieben als die Umsetzung. Die Umsetzung ist jetzt die Knochenarbeit. Also die UWG scheint von ihrer Oppositionsrolle, die immer so eine harte war, abzurücken und ist auf Konsolidierungskurs mit der WVB. Es ist keine Koalitionsrolle, weil die gibt es in der Gemeindeordnung nicht in der Form. Wir sind nicht wie im Bund. Wir haben bei der Wahl doch eine beträchtliche Anzahl an zusätzlichen Wählerstimmen erreicht. Und es ist eine schwierige Situation in Werthofen. Wir haben keine Mehrheit mehr, also ein natürlicher Prozess jetzt, dass man sich immer eine demokratische Mehrheit suchen muss. Und es gibt jetzt viele heikle Themen in Werthofen. Und wir werden natürlich unsere Härte bei den Punkten bewahren und sagen, okay, das ist nicht gut, das sehen wir anders. Aber wir werden vor allem bei heiklen Punkten versuchen, immer auch einen Konsens zu finden und auf partnerschaftliche Art und Weise den Konsens zu finden. Und ich kann Ihnen sicher versichern, und Sie können Herrn Stadtrat Kramer oder Herrn Bürgermeister fragen, die Sitzungen sind in der Öffentlichkeit ein bisschen leichter für die Bevölkerung geworden. Wir sind nicht mehr so aggressiv in der Öffentlichkeit wie in den letzten Jahren, aber wir zeigen durchaus Härte in den Ausschusssitzungen und da haben wir eine tragende Rolle und derer kommen wir gern nach und wir sind sicher noch immer eine lästige Fraktion, die es nicht müde wird, die Vernunft einzufordern und genau die Punkte, wo es ihm jetzt geht, einzufordern. Ich bin extrem überrascht, weil ich halt Newcomer bin, Greenhorn, wie immer man das auch bezeichnen will. Als mündiger Bürger ist einem bewusst, dass einiges finanziell nicht passt in der Stadt, das kriegt man schon irgendwie mit.
Aber ich sage mal, wenn man das schwarz auf weiß dann in den Händen hält, dann ist das dann doch eine gewisse Überraschung. Ja, man muss sich mit sämtlichen Vereinen zusammensetzen. Es stehen einfach gewisse Punkte in dieser Einsichtnahme drin. Man kann das als Richtlinie sehen, was man ins Auge fassen müsste. Und eins davon ist das Subventionswesen in Waidhofen, also die Förderungen an Vereine. Da steht dezidiert drin, man sollte aus heutiger Sicht nur mehr Feuerwehren, Rettungen und Jugendvereine unterstützen und alles andere sollte man überdenken. Weiters ist drin diese Parkraumbewirtschaftung in Waidhofen, so wie man es jetzt kennt, wird man auch nicht so weiterführen können. Ich denke mal, es ist eine gute Angelegenheit, das eigentlich gleich mit dem Verkehrskonzept zu verknüpfen, wo ja dann Anfang nächsten Jahres auch dahingehend die ersten Schritte gesetzt werden. Und ich sage einmal, ich kann jetzt für unsere Liste sprechen, also ein Gratis-Parkdeck jetzt beim Kino, das ist nicht finanzierbar. Die Parkplätze in der Innenstadt, in der Altstadt, die müssen verteuert werden. Im Schlosscenter drüben, das wird kaum angenommen, weil man halt dann über den Steg gehen muss und solche Sachen. Da muss sich dann der Bürger bewusst sein. Jeder muss da mithelfen, dass man die Stadt wieder auf einen guten Kurs bringt. Ich sage einmal, es wird auch in diesem Bericht, das muss man schon zugute halten, wird dieses 10-Punkte-Programm, das ja jetzt seit ein paar Jahren angewandt wird, wird als extrem positiv bewertet und es ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber der Bürger muss sich, befürchte ich, auf einiges gefasst machen 2013. Meine erste Stellungnahme ist die, dass ich eigentlich überrascht bin, dass das Konvolut am 17. Juli der Gemeinde zugestellt wurde, dass am 30. Juli der Stadtrat Kramer und der Herr Bürgermeister eine Kopie davon erhalten haben und die restlichen Fraktionen haben sie am 13. September ins Boot geholt und haben ihnen da eine Kopie zukommen lassen, über das wir uns jetzt das Wochenende lang das anschauen haben können. Und heute schon geht ein Pressebericht da hinaus, oder eine Pressekonferenz wird da veranstaltet, wo man das alles positiv darstellt oder zumindest versucht, das positiv darzustellen, dass da eh schon was passiert ist und gleichzeitig man die Fraktionen ein paar Tage vorher informiert. Ich finde das nicht ganz in Ordnung und auf der anderen Seite muss ich sagen, es wäre schön gewesen, wenn die ÖVP das mit uns schon mal angefangen hätte zu diskutieren, bevor man da in die Presse geht, weil es geht um unsere Stadt und da müssen wir schauen, dass wir gemeinsam was weiterbringen und sie machen wieder all das, vor denen wir schon vor den Wahlen gewarnt haben, sie dann, was sie wollen. Und jetzt haben wir wieder das Ergebnis. Das Ergebnis, wo die SPÖ schon die letzten 5 Jahre davor warnt, dass genau das eintritt, was jetzt eintritt, dass wir wieder eine kriegen vom Land Niederösterreich, dass die Gebarung in der Stadt einfach nicht passt und das schmerzlich ist. Kurze Zwischenfrage, aber haben Sie das vorausgeahnt oder sind Sie jetzt überrascht? Wir sind überrascht über die dramatische Wortwahl, ja, die Landeseinschauer da doch getroffen haben und wie dramatisch es das Land Niederösterreich jetzt sieht, obwohl wir als SPÖ-Fraktion schon jahrelang in jeder Fraktionserklärung zum Rechnungsabschluss, zum Voranschlag, zum Nachtragsvoranschlag immer wieder davor gewarnt haben, dass das jetzt so weit kommen wird, wie es jetzt tatsächlich ist. Der Herr Finanzstadtrat Kramer fordert jetzt vehement einen Schulterschluss ein und will auch völlig neue Wege gehen. Das heißt, dass er hat auch vorgeschlagen, ein Schweizer Institut zu integrieren, mit einer Möglichkeit einer großen Bürgerbeteiligung. Es ist ein interessanter Zugang, wobei man aber sagen muss, dass mir bekannt ist, dass diese Firma schon in der Stadt Thulen und ich denke auch in Korneuburg schon so etwas durchgeführt hat. Kostet 500.000 Euro pro Stadt.
für das, dass man sich in Wirklichkeit dafür entscheidet, dass die Politik nicht mehr zuständig ist, sondern ich vergebe die Zuständigkeiten auf einmal in einer Bürgerbeteiligung dem Bürger und sage, bitte Bürger, wo soll man denn bei dir sparen? Also ich würde mal sagen, dass der Herr Bürgermeister und der Herr Stadtrat Kramer sich das schon ganz leicht machen, indem sie diese Verantwortungen, die sie zu tragen haben, jetzt zum Bürger runtergeben und sagen, bitte sag mal du, wo ich sparen soll. Also das ist ein bisschen zu wenig und von dem abgesehen heute das für den völlig falschen Weg, dass man da ein Top-Institut um möglicherweise eine 500.000 Euro beauftragt, damit man da Lösungen findet, wo wir sparen. Ich glaube, das wissen wir schon selber, das wissen auch die zwei Herren. Jetzt müssen wir sie damit zusammensetzen und darüber ehrlich reden. Sie sind ja nicht grundsätzlich gegen Beratung von außen. Nein, ich bin nicht grundsätzlich gegen Beratung von außen, aber nehmen wir jetzt das Beispiel Tulln, wo der Herr Malik oder Melik schon gearbeitet hat. Da war es ja so, dass man da 14 Politikerinnen und Politiker, 14 Bürgerinnen und Bürger und 14 Personen aus dem Amt für 3 Tage zusammengesperrt hat. Und dort hat man dann viel Papier produziert und herausgekommen ist, dass man die Gebühren erhöht und dass man bei den Subventionen runterstreicht. Für das brauche ich keinen Berater von außen und schon gar nicht an, der 500.000 Euro kostet.